Was ist in meinem FPV-Rucksack? Diese Frage habe ich letztes Jahr schon für euch beantwortet. Seitdem ist aber einiges passiert, vor allem in meinem FPV-Rucksack. Dementsprechend dachte ich, ich mache mal dieses Update und zeige euch, was mittlerweile ja, da drin ist und was ich noch darüber hinaus quasi mit mir habe. Okay, fangen wir an. Ich habe mich hier zu meinem Rucksack gesetzt. Ich habe immer noch den Torwohl Pitstop Pro. Das ist immer noch genau derselbe wie am Anfang. Der hält wunderbar, da passt alles rein. Das ist einfach wirklich absolut der beste FPV-Rucksack. Also ich hätte es mir nicht schöner ausmalen können. Das Coole daran ist, wenn man sich den bestellt, dann kriegt man einen Gutschein und dann kann man sich hier so ein Special Tag quasi machen lassen. Das ist so ein gummiertes Ding und dann ja, schreibt Torwohl da drauf, was man eben drauf haben will. Bei mir dann natürlich Halitik. Und dann hat man so ein bisschen so eine Customize Version davon, das ist auch ganz nett. So, wir haben ja hier, wie gesagt, diese zwei vom Torwohl Backpack. Ich glaube, den Backpack, den sollte eigentlich jeder kennen, aber nur, falls es doch nicht tut. Also hier vorne haben wir zwei so Bänder, da kann ich dann ja locker 2 bis 4 Quads im Prinzip dran schnallen. Aber wir gehen natürlich jetzt erstmal ins Eingemachte und machen auf. Drin finden wir als allererstes meine DJI FPV-Brille. Mit allen möglichen verschiedenen Antennenkombinationen, wie auch immer. Das wechselt auch öfter mal, aber das ist im Prinzip die Kombi, wie ich sie jetzt schon tatsächlich etwas länger habe. Ich habe hier mein eigenes FPV-Band, ne? Da steht Halitik und hier nochmal mein Logo Halitik. Wunderbärchen. Ich habe hier theoretisch so einen Zugang für dieses Analogmodul an der Brille, aber gut. Und dann habe ich hier diesen dicken oder diesen etwas dickeren Neoprenschaum als Austausch. Wohin tue ich die ganzen Sachen? Ach, neben mich. Ah ja, das wird ja ein Spaß, das nachher einzuräumen. Genau, weiter. Dann das Batteriekabel zu der DJI FPV-Brille. Ja, Batteriekabel. Ne? Dann als nächstes, na komm, machen wir das erst. Und zwar die Fetshark HD-O2. Ne? Das ist die momentan zu diesem Zeitpunkt noch neueste Fetshark-analoge FPV-Brille. Zusammen tatsächlich mit dem Torwohl FPV-Band. Ich mag das eigentlich ganz cool. Ich habe auch mein eigenes, aber ich fand das tatsächlich dann irgendwie cooler. TBS Fusion ist dran. Die MXR von TrueRC kann ich absolut empfehlen. Diese Kombi, damit habe ich wunderbarsten Empfang. Ja, und dann der Rest. Auch hier habe ich das dickere Schaumstoff genommen, weil ich Probleme mit der Nähe zu den Gläsern, mit den Augen hatten. Da kamen meine Wimpern dran. Wie auch immer. So, das tun wir weg. Dann tatsächlich immer mit dabei, dieser von mir umgebaute Beta FPV 95X. Habe ich ja auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Habe ich tatsächlich immer mit dabei. Also immer, wenn ich mal zwischendurch richtig Bock habe, so ein bisschen Tiny Whoop zu fliegen oder so, dann könnte ich das theoretisch tun. Alrighty. Was haben wir noch? TBS Tango 2. Von mir, ich habe hier hinten dieses Klarsicht, das Klarsicht-Ding mit reingepackt, also ne, diese Klarsichthülle. Ansonsten, ja, TBS Tango 2 Pro. Ich habe hier diese Nupsis, das sind die von der, ich glaube, das sind die von der Jumper T16. Da konnte man sich die mal nachkaufen, die finde ich halt am besten. Okay. Dann jede Menge Kamera Putztücher und Müll anscheinend und noch das Band von der TBS Tango. Das benutze ich aber tatsächlich gar nicht mehr. Seitdem ich die TBS Tango 2 habe, die ist so klein, seitdem benutze ich diese Bändchen eigentlich nicht mehr. So, dann lange Battery Straps, also wirklich richtig lange teilweise von Tattoo und Ethics und hast du nicht gesehen, brauche ich eher nur für meine Filmcopter, also die großen. Beziehungsweise immer noch das gleiche Ethics Toolbag. Da hat sich bestimmt auch mittlerweile wieder immer noch was verändert. Ich gehe mal durch. Das ist der für M2-Schrauben. Das ist der für, habe ich vergessen, was steht hier hinten drauf? 2 mm. Das ist auch für kleinere Dinger, ist aber alles mit dabei. Dann habe ich mittlerweile so eine Motorzange, weil ich mir bei den ein oder anderen Motoren beim An- und Abmachen von den Propellern echt schon die Finger eingeschnitten habe, ich mit meinen Kalbfleischfingern. 2 kleinere Schraubendreher, ein Pinsel, ein kleiner, damit ich halt irgendwie Dreck
entsprechend irgendwie rausmachen kann aus Lücken oder sonst was, aus dem Quad. Dann habe ich hier noch so ein, das habe ich hier so reingeklemmt, so ein kleines Propeller-Tool für Tiny Whoops. Das habe ich aber auch genau das gleiche nochmal in dem Tiny Whoop-Kanister, wo der 65er drin ist, den ich gerade gezeigt habe. Dann ein Board für Foxeer-Kameras, für analoge Foxeer-Kameras und ein Board für analoge Cadex-Kameras zum Einstellen. Dann das Ethics Prop Tool, das kann ich echt mega empfehlen. Das macht einfach Spaß. Das ist klein, ist handlich, da ist super viel dran. Im Prinzip kann man mit diesem kleinen Teil schon sehr viel abdecken. Dann habe ich hier noch so einen kleinen, ich weiß es auch nicht, so einen kleinen Wrench. Den größeren, der hier auch da drin war, lustigerweise, den habe ich wirklich noch nie benutzt. Also eigentlich könnte ich den mal raustun, weil ich mache, das ist halt hier die Prop-Tool-Seite, aber naja, brauche ich eigentlich nie. Zwei Diamantfeilen sind drin, ein Kreuzschlitz-Schraubendreher, sieht man das. So, für kleinere Arbeiten ein Cuttermesser, zwei Pinzetten oder halt ja doch so Anti-Statik-Pinzetten. Ein Taschenmesser mit allem möglichen Kram und der Cutter. So. Also quasi, da ist mehr drin, als typischerweise hier drin ist. Ein paar Sachen, die hier typischerweise drin sind, habe ich rausgenommen. Also im Prinzip wirklich das Ding auf meine Bedürfnisse angepasst. Hält immer noch, ist immer noch das gleiche wie vom ersten Video. Wunderbares Teil, kann ich immer noch empfehlen. Dann verschiedene Propeller. Warum habe ich die alle hier drin? Ich guck mal. Okay, Gemfan 75 mm Ducted 3 Zoll Cinewhoop Propeller. Dann Gemfan 3016 3 Zoll auch ducted, aber halt die mit den zwei Schrauben und dem Pin in der Mitte. Gemfan Flash 2540, meine 2,5 Zoll Propeller, die brauche ich zum Beispiel für meinen 2,5 Zoll Cinewhoop von HGLRC. Dann Gemfan 2512, das sind neue, die sind auch mehr so für Freestyle gedacht, 2,5 Zoll Propeller, habe ich noch gar nicht getestet, wollte ich eigentlich mal gemacht haben. Dann 3 Zoll Freestyle Propeller. Von Gemfan. Ja, brauche ich, glaube ich. Ich glaube, die brauche ich für meinen 3 Zoll Cinewhoop, ne? Nee, Quatsch. Schwachsinn. Für andere Dinge. Und nochmal die 2,5 Zoll Gemfan-Dinger. Dann ein, im Prinzip ist das so eine Batteriebox, aber da sind halt die originalen DJI FPV-Antennen drin. Warum ich die dabei habe, keine Ahnung. Also ich merke ja auch jetzt erst teilweise, was ich hier für Sachen drin habe. Habe ich hier sonst noch was? Hier klemmt noch was. Komm, gib her. Ah, ich weiß, dass da zwei Sachen noch sind. Mein Halitic Analoga für die Fat Shark. Aber ich benutze ja momentan den von Torwohl. Dann immer noch mit dabei von Antennenfreund die zwei Patch-Antennen. Die anderen zwei Antennen, die omnidirektional, die habe ich mittlerweile verkauft, weil ich habe die einfach nicht mehr benutzt. So, ich finde TrueRC einfach irgendwie schöner. Also schöner und mindestens gleich gut. Das heißt aber nicht, dass Timos Antennen schlecht sind, die sind auch sehr gut. Deshalb habe ich halt auch die beiden noch dabei, falls ich mal irgendwie das extra Maß an Patch-Antennen brauche. So, jetzt kann das hier wieder dran. Na, warte mal, ich kann ja auch währenddessen wieder einräumen, dann wird das nicht ganz so messy. Das hier auch noch rein. Ach, hier vorne ist ja noch ein Fach. Das habe ich gar nicht, das habe ich ganz vergessen. Okay, dann gehen wir darauf kurz ein. Hier ist so allen möglichen Kram drin. Unter anderem Kopfhörer, die so ekelhaft aussehen, dass ich mir die wahrscheinlich niemals ins Ohr machen werde. Okay. Gut, so viel dazu. Visitenkarten. Filmkram. Hey, hast du mal eine Visitenkarte? Ja, habe ich. Ja. Halitic-Sticker, für mich meistens, aber falls irgendeiner von euch mich mal trifft und Sticker haben will, also ich habe welche dabei, auf jeden Fall. Oh, das könnte ich mal auslagern, das sind einfach nur Gewichte, die habe ich noch mit für meinen Wing, für meinen Sot-Wing. Oh, die lege ich mal weg, damit ich die nicht immer mit dabei habe, weil warum soll ich extra Gewicht mittragen? Dann habe ich noch ein kleines Stativ fürs Handy.
Also wirklich ein ganz kleines Klappstativ. Bup, bup. Kann ich Handy mal eben, falls ich irgendwas schnell aufnehmen will. Und so, ja, Brillenputztücher, die ich aber halt für die Kameras von den Quads benutze, falls da mal so richtig die Schlonze drauf ist. Ne? Ihr kennt es ja. Ich greife mal hier einfach feste rein und hol raus, was drin ist. Ja, genau. Ich habe hier, und an dieser Stelle tut mir leid, Runcam, dass ich immer noch kein Review dazu gemacht habe. Vielleicht wird es nie dazu kommen, ich weiß es nicht. Das ist die Runcam 4K, und zwar die zweite Version. Das ist eine Kamera spezialisiert für Wings. Die ist super, super leicht tatsächlich, kann aber richtig gutes 4K eigentlich aufnehmen. Es kommt mit einem Akku, kommt aber auch mit einem Kabel, wo man quasi den Akku, also das Gewicht vom Akku sparen kann und das Kabel dann direkt anlöten kann an den Flight Controller, an irgendein 5-Volt-Pad. Dann haben wir hier die Linse, man kann das Ganze über eine App entsprechend einstellen und steuern. Also qualitativ sehr gut. Ich kam einfach noch nicht dazu, ein Review hierzu zu machen. Vielleicht ist das eine kleine Entschuldigung und egal. Die wissen schon Bescheid, ich habe schon Bescheid gesagt. Manchmal, ich kriege einfach so viele Produkte teilweise, ich schaffe es nicht zu jedem Produkt. So, ich fühle mich schlecht tatsächlich. So, dann habe ich zweimal die Insta360 Go. Ja, Go, genau. Boah, Alter, die sind aber auch verschmockt mittlerweile. Und zwar einmal meine erste, die ich von Insta360 gesponsert bekommen habe, also ne, für ein Review. Die ist mir ja ganz leicht vorne auf die Linse gefallen und dann hatte ich instant einen Kratzer drin, den ich nie wieder rausgekriegt habe. Also die Teile sind so unglaublich fragil. Ihr braucht auf jeden Fall einen Linsenschutz, definitiv, 100%ig. Dann habe ich dann halt mit der ein bisschen rumexperimentiert, habe die auseinandergenommen, habe mir angeguckt, wie das drin aussieht, habe das versucht, so ein bisschen hier wegzupolieren. Es ist mehr oder weniger wegpoliert, aber es ist jetzt nicht mehr die schönste Qualität. Und da das Ding ja eh schon nicht so die absolut höchste Qualität rausbuttert, war mir das einfach zu blöd. Deswegen habe ich mir irgendwann einfach nochmal eine neue geholt. Und das hier ist übrigens der Linsen. Schutz, den ich 3D designt habe, gibt es auf Thingiverse. Könnt ihr euch runterladen, downloaden. Fertig. Ja, noch eine Insta360 Go. Das ist dann auch immer so der Moment, wo man dann überlegt, okay, brauche ich das jetzt noch im Rucksack oder nicht? Okay, also eine Insta360 Go kommt raus. Dann jetzt wieder Filmequipment. Achtung, nicht erschrecken. Und zwar sind hier GoPros drin, nicht wenige. Einmal ND-Filter von Polar Pro für die GoPro Hero 9, wovon ich hier zwei Stück drin habe. Zwei 9er, drei 6er noch. Eine davon so ein bisschen als Freestyle-Cam eingestellt, weil ich die mal aufgemacht habe. Ich sehe gerade, das geht auch hier wieder auf. Also müsste ich vielleicht sogar nochmal neu kleben. So viel dazu. Habe ich doch gerade noch gesagt, Polar Pro Filter für die 6er, dann diesen Sponge hier, denn auf vielen Quads oder zumindest auf den Cinewhoops oder auf einem 3 Zoll Cinewhoop fliege ich die 9er ja ohne Akku und nehme hier die Klappe ab und dann ist halt hier so ein riesen fettes Loch und das stopfe ich dann einfach so lange mit so einem Sponge hier, fertig. SD-Karten und noch mehr SD-Karten und ein kleines Brillenputztuch. Passt wunderbar in so eine Tasche. Ja, danke an Duck on Dope für den Tipp. Dann tatsächlich immer noch diese kleine analoge Bildschirmübertragungs-FPV-Uhr. Also das ist keine Uhr, sondern damit kann ich analoges FPV-Bild sehen und empfangen mit der guten abgebrochenen Antenne, die trotzdem eigentlich einen ziemlich guten Job macht. Dann habe ich hier einmal ein Ladegerät von Toolkit RC, das ist der M8, der alte, gibt es ja jetzt auch in der neuen Version, und ein Ladegerät von irgendeiner anderen Marke, die ISDT nachgemacht hat, also Yuki, für unterwegs mal was laden. So, dann habe ich hier das gute Multitool immer noch von Team Black Sheep, da sind 80 Trillionen Mini-Bits drin, alles Mögliche, was man irgendwie mal für kleinere Arbeiten braucht. Super praktisch. Und ansonsten, noch ein Brillenputztuch.
weil 15 davon nicht reichen. So, normalerweise habe ich hier jetzt auch immer hier noch mit drin meinen, ich glaube TS-100 heißt das, so ein mobiles Lötgerät, ein Lötkolben, mobiler Lötkolben. Liegt jetzt gerade bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch, weil ich halt gerade am Löten bin. Dann hier hinten in der extra Torwohl Lipobag-Tasche. Was könnte da wohl drin sein? Ein Arsch voll Batterien. Also, ja, einfach Akkus, ne? Akkus, Lipos. Ich habe hier immer noch den ISDT Lipo-Checker, finde ich immer noch sehr super, das Teil. Zeigt mir halt vernünftig an, wie viel Saft in welcher Zelle ist. Ansonsten sind hier auch meine ganzen GoPro-Batterien drin. Meine immer noch selbst gebaute, hier, vielleicht sieht man es, 4S, 5 Amperestunden Lithium-Ionen-Pack. Damit betreibe ich halt meine DJI FPV-Brille und komme damit halt ganz locker eigentlich über einen kompletten Tag. Also gar keine Probleme. Das Teil habe ich auch nochmal hier irgendwo drin. Naja, hier, nur halt ein bisschen kleiner, 3,5 Amperestunden. Und neuerdings, weil mir GapRC das Ding geschickt hat, zusammen mit dem anderen Long Range Copter, hier diese 3000 mA, also 3 Amperestunden Lithium-Ion 4S Batterie. Ja, und halt noch andere Sachen, hier zum Beispiel ein 6S Lithium-Ion Pack. Das habe ich heute getestet, das hat nicht so funktioniert. Das wurde einfach viel zu heiß. Also für den Copter, für den ich das Teil hier eigentlich vorgesehen hatte, funktioniert es nicht. Von daher wandert das Teil wahrscheinlich woanders rein. Dann habe ich hier noch so ein paar Smoke-Stopper drin. Einmal für XT30 und einmal für XT60. Ist auch ziemlich wichtig eigentlich. Und in einem selbstgedruckten Case noch mehr Lithium-Ionen-Pakete. Aber die sind mehr für die Fatshark-Brille. Sonst noch irgendwas Besonderes hier drin? Nein. Aber in dem Fach hier hinten unter dieser Tasche sind jede Menge Kabel noch. Und da können wir auch mal kurz reinschauen. Mal schauen, habe ich jetzt alles erwischt? Also wir haben einmal ein GoPro-Ladegerät für die alten, für die GoPro, ich glaube 5 bis 8. Ne? Die Lade, die 9er, die hat ja etwas größere Akkus. Dann letztens erst gebaut, aber absolut extrem wichtig, mein XT60 auf USB Female quasi. Das heißt, ich kann nämlich mit dem Toolkit-Ladegerät, mit dem Toolkit-AC-Ladegerät, kann ich eine Festspannung raushauen. Also ich kann sagen, okay, gib mir 5 Volt und 4 Ampere Output. Und dann kann ich nämlich von überall von unterwegs alle möglichen Geräte hiermit laden. Ich hatte nämlich das Problem, dass ich bei meinem DJI Mavic Smart Controller, den ich ja als Display für Kunden zum Beispiel benutze, damit die halt drauf gucken können, währenddessen ich fliege, dass der eben deutlich mehr Saft braucht, ich glaube sogar 12 Volt, zum Laden. Und den hatte ich dann unterwegs eben entsprechend an meiner Ladestation, also halt so an so einem Ladegerät, da kommen wir gleich noch, einfach eine ganz normale Powerbank, so. Und die hat nicht genug Saft gegeben. Das heißt, das Ding ist während das geladen hat eigentlich ausgegangen. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist super, super praktisch. So, dann habe ich hier so ein Case mit einem Balance Lead dran. Das heißt, ich kann hiermit, wenn ich das an dieses magische Kabel hier anschließe, so kann ich hiermit nämlich Lithium-Ionen-Zellen auch entsprechend balanced, also wirklich schön vernünftig von unterwegs entsprechend aufladen. Habe ich auch schon mehrfach gebrauchen müssen. So, dann habe ich hier ein, okay, das ist einfach nur XT60 zu XT30. Ja, okay, verschiedene Versionen von Adapterkabeln. Hier zum Beispiel XT, also männlich auf männlich, weil das brauche ich dann zum Beispiel für das Kabel vom Lötgerät und so weiter und so fort. Was habe ich hier noch? Ach ja, genau. Einmal hier dieses Teil, woran man eben so eine Insta360 Go noch packen kann. Das ist so ein Magnetgedöns. Und diesen, naja, das ist halt ein Stecker für im Auto. Der hat aber glorreich versagt, als wir ihn dann mal gebraucht haben. Also da ist er fast durchgeschmort. Ich glaube, eigentlich könnte ich den wegschmeißen. Okay, der kommt weg. Also, das ist definitiv nicht mehr in meinem Rucksack jetzt. Gut. Machen wir hier die Seitentasche auf. Wir haben hier draußen eigentlich
Eigentlich haben wir hier noch so eine Seitentasche, da habe ich aber nichts drin einfach. Aber hier habe ich einiges noch drin. Und zwar die eben erwähnte Powerbank. Das sind immer noch die 20.000 mAh. Genau, für Handy, für was auch immer man mit USB bepowern möchte. Dann habe ich hier in dem Rode-Mikrofon-Dings drin mein Powerplay von Immersion AC. Das ist eben für analog, damit man analog in 60 FPS aufnehmen kann. Also das analoge Bild ist immer noch nicht besser, aber dann kann man zumindest, falls man mal ein Review macht, hiermit schönere Aufnahmen von dem Analogbild machen. Dann mein Adapter für Smartphone, also in dem Fall bei mir USB-C, anschließen an Quad. Und hier, ihr seht das vielleicht, das ist ein deutlich längerer Stecker. Der ist super, super gut geeignet, weil manchmal ist das nicht so nah dran. Dann ist dann, ja, kann ich empfehlen. Also, ne, einfach mal bei Amazon gucken. So, hier ein kleines Schächtelchen. Da ist auch so ein kleiner Micro-USB-Winkelstecker und ein nochmal so ein kleiner OTG. Ich weiß, heißt es OTG? Oh Gott, wieder nicht vorbereitet. Aber so ein Adapter. Noch ein USB auf Micro-USB-Kabel. Der SpeedyB Adapter 2. Alrighty, was haben wir noch? Ah ja, hier das richtig geile Kabel, einfach USB auf USB-C auf iPhone irgendwas und noch Micro-USB. Also das habe ich immer dabei, das hat schon vielen Leuten auch geholfen. Das ist ganz cool. Das hatte ich aber, glaube ich, beim letzten Video auch schon dabei. Ich weiß es nicht mehr. Dann haben wir hier zwei so, ne, 1/4 Zoll, zwei so Schräubchen. Die brauche ich für meine Cinelifter. Ja, einmal den Cinewhoop und einmal den 7 Zoll Octocopter. Und dann haben wir hier zu guter Letzt ein SD-Kartengerät. Eine, okay, da ist eigentlich nur eine SD-Karte drin und die macht eigentlich nichts anderes als meine R-Unit freizuschalten. Und ansonsten ist da auch gar nichts mehr drin. Also hier ist noch eine 64 GB SD-Karte, aber gut. Ach, ziehen wir das mal hier hin. Hier haben wir diese typische Torwohl-Magnettasche. Da sind sogar zwei Schrauben drin, die nicht magnetisch sind. Klasse, Martin. Aber die habe ich da einfach verstaut. Und dann haben wir hier noch dieses, ja, Feldpack. Im Prinzip das, wofür die Tasche ja auch da ist. Also das heißt, man hat ja hier, kann man noch so rausziehen. Ah, da hat man so eine ganze Decke, auf die man sich dann draufsetzen kann. Man hat hier halt eben diese Fläche, um eben Sachen abzulagen, zu legen oder halt entsprechend sein Quad darauf zu reparieren. Und dann hier noch eben so eine Tasche für Kleinkram. Und hier ist halt wirklich viel Kleinkram drin. Ne? Also ich habe da Klebeband, ich habe da Lötzinn drin, ich habe da Antennen, ich habe Kabel da drin, Sachen zum Löten und so weiter und so fort, Schrauben. Allen möglichen Kleinkram, den man halt irgendwie mal braucht für unterwegs. So, hoppala, drehen wir das Ding mal um. Die andere Seite, auch hier in der Seitentasche habe ich jetzt gerade nichts drin. Da kommt dann halt entsprechend, ne, eine Flasche Wasser oder sonst was rein. So, machen wir auf. Wir haben hier schon wieder noch mehr Propeller von, okay, ich sollte die vielleicht einfach mal aussortieren. Ich brauche gar nicht so viele Propeller. Dann habe ich hier so Nupsis, ja, weil mir die früher immer abgeflogen sind, weil früher habe ich die nicht mit einem Kabelbinder dran gemacht, sondern habe die einfach nur dran geklebt und dann sind die teilweise bei jeder Landung einfach abgeflogen. Diverse, ne, Lipo-Straps, noch mehr. Und mein Ethics-Beutel für Propeller. Ja, da kann man das schön sortieren, in der Mitte kommen die Gebrauchten hin. Und dann hat man entweder gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn, habe ich es jetzt richtig gezeigt, ist egal. Auf jeden Fall hier sind, glaube ich, fast nur oder wirklich ausschließlich gerade nur meine hammergeilen Gemfan 51-433er Freestyle aka, kann man auch fürs Filmen benutzen, Propeller drin. So, ups.
Okay, das ist das. Und zumindest bei diesem Teil sind wir fast durch. Fast. Wir haben es gleich geschafft. Hier hat sich tatsächlich nicht viel geändert. Wir haben immer noch eine Taschenlampe. Wir haben anscheinend jetzt, also ne, Taschenlampe. Das ist eine, die kann man sogar mit USB laden. Das fand ich ganz cool. Kleine Batterien, ein Kugelschreiber. Und was ist das hier? Ah ja, das hat sich ja erledigt. Stiftung Zollverein nämlich. Die Genehmigung für die Stiftung, damit ich bei der Stiftung Zollverein fliegen kann, das ist nicht mehr erlaubt. Seit einigen Monaten ist da nämlich jetzt ein Vogelschutzgebiet. Das heißt, das ist nicht mehr erlaubt. Und ansonsten habe ich hier nämlich noch Pflaster und tatsächlich den großen Drohnenführerschein und auch irgendwo ist der kleine. Und der kleine, der kommt dann in so einer geilen Karte. Ach, der ist hier mit drin. Also quasi... Das hier ist der große Drohnenführerschein, ja, der wirklich der amtliche, der richtig gute. Sieht so aus wie so ein, was weiß ich. Und das hier ist der kleine. Richtig schöne, geile, gedruckte Karte, so mit allem drum und dran. Das heißt, der kleine sieht offizieller aus als der große, obwohl der große tatsächlich wichtiger ist. Aber gut, so viel dazu. Und dann hier noch weitere, Versicherungsnachweis natürlich von, nee, Moment, das ist nicht mein Versicherungsnachweis. Ach, das ist nochmal englische Version von dem großen. Nachweis. Und hier irgendwo sind auch noch die Versicherungsinformationen. Ja, hier. Versicherungsinformationen zu meinem Kopter, auch sehr wichtig. Ja. Das ist dann der Torwohl-Rucksack. Muss es trotzdem nochmal ranholen, denn ich habe schon wieder was vergessen. Hier sind ja 80 Trillionen Taschen und hast du nicht gesehen. Hier hinten ist ja auch noch so eine Tasche. Und da habe ich dann meinen Laptop normalerweise mit drin und seit neuestem dieses Landepad. Kommen wir jetzt mal noch mal ganz kurz zu dem anderen Köfferchen, was ich nämlich mittlerweile eigentlich fast immer dabei habe. Das hier wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn das ist von Tomcase so ein Arbeitskoffer. Den haben die in allen möglichen verschiedenen Formen und Farben für alle möglichen verschiedenen Angelegenheiten. Ich habe jetzt diesen unter anderem, ich habe noch einen anderen, einen größeren, aber ich habe jetzt diesen hier. Die sind richtig schön robust. Innen so ein bisschen gepolstert. Ich habe jetzt hier meine Jacke mit reingetan. Aber im Prinzip, hier packe ich wirklich alle Quads rein, die ich beim Dreh halt brauche, bis jetzt auf den ganz großen. Also bis jetzt auf zwei riesengroße habe ich hier aber ansonsten alle mit drin. Das heißt, jetzt hier in dem Fall sogar der große Cinewhoop, den ich gebaut habe, wo eben eine Blackmagic auch noch mit drauf passt. So, und hier ist halt echt richtig viel Platz. Unter anderem ist hier auch zum Beispiel noch meine zweite Tango 2. Und jetzt in dem Fall halt noch so ein paar Kleinigkeiten, sogar ein 1 Kilo Gewicht, weil ich gerade mit dem großen Cinewhoop hier noch Sachen getestet habe. Und wo ist es? Das Täschchen habe ich euch ja vorgestellt. Das ist halt auch immer mit dabei. So, und dann packe ich nämlich immer hier meinen Kram rein. So, das, normalerweise stapel ich das dann so. Dann kommt das hier noch mit drauf, das ist auch mit drin gewesen. Und fertig! Das Geile hier dran ist mit Trolley-Funktion. Das heißt, ich kann hier, ne, so, und dann kann ich das schön durch die Gegend fahren. Wunderbar! Diesen Koffer habe ich mir selbst gekauft. Den anderen, den ich benutze von Tomcase, den haben die mir zur Verfügung gestellt, denn wir, beziehungsweise ich mit Tomcase zusammen, entwickeln gerade eine FPV-Version hiervon. Also von dem kleinen und von dem etwas größeren für zwei verschiedene Zwecke. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was es da so in Zukunft gibt. Das wird wahrscheinlich für Filmemaker sehr interessant sein, aber vielleicht auch für den einen oder anderen Racer. Okay, das war der Inhalt von meinem FPV-Rucksack plus noch dem Koffer, den ich mit dabei habe. Ich habe meistens noch einen anderen Koffer dabei, auch noch vielleicht einen ganz kleinen Koffer mit einer externen Batterie, mit einem Feldpack dabei, dass ich quasi von unterwegs auch mal meine Akkus laden kann. Und natürlich vielleicht zusätzlich noch hier und da einen Rucksack mit allen anderen möglichen Sachen, wie auch immer, je nachdem, wie viel ich halt mitnehme. So oder so, ich hoffe, der eine oder andere konnte sich da ein bisschen inspirieren lassen. Links zu den meisten Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es sind natürlich alles Affiliate-Links oder die meisten davon. Dementsprechend, wenn ihr über einen dieser Links etwas kauft, würdet ihr mich automatisch etwas mit unterstützen. Das kostet euch natürlich keinen Aufpreis, würde mich aber natürlich freuen. Gut, dann haben wir es geschafft. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein!